Alle Pferde jetzt in den Boxen und der Start zum zweiten Rennen ist erfolgt. Und da sehen wir das Feld jetzt vor die Tribünen kommen, vielleicht unter ihrem Applaus. Das freut Reiter und Pferde entsprechend. Und da sehen wir gleich Tanamiya an der Spitze. Vielen Dank dafür. Innen daneben ist auch gleich Elegant Shadow in Position. Dann Alaska-Königin mit Mrs. Pat. Dahinter sehen wir All for Life an der Innenseite. Dahinter dann die Farben von Peseta an der Außenseite. Russian Maria Star. Und hinten im Feld zunächst mal Lucrezia sowie an der Innenseite A Night Like This. In der Gegenseite angekommen, unverändertes Bild, Elegant Shadow innen, außen daneben Alaska-Königin, gefolgt von All for Life, so geht es durch die Kastanienallee. Dahinter ist auch Tanamiya weiterhin in Position. An der Außenseite Mrs. Pat kommt etwas näher, so nähert man sich dem Ende der Gegenseite bereits. Hinten im Feld unverändert A Night Like This und an vorletzter Position Lucrezia. Ende gegenüber jetzt gleich erreicht und die Führung übernimmt nun Alaska-Königin. An zweiter Stelle sehen wir dann an der Außenseite jetzt die Farben von Mrs. Pat weiter aufgerückt. Und das dritte Pferd dahinter an der Innenkante Elegant Shadow, dichter auf Tanamiya. Dann sehen wir auf dem nächsten Platz an der Innenkante All for Life. Dichter auf ist auch Russian Maria Star. Weiter zurück im Feld dann unverändert Lucrezia. Hinter Peseta und an der letzten Position aktuelle Night Like This. So ist das Feld gleich oberhalb des Berges angekommen. Alaska-Königin zeigt den Weg. Mrs. Pat an zweiter Position. Elegant Shadow und Tanamiya sind dicht auf. So geht es jetzt gleich in den Schlussbogen hinein. An fünfter Position dann All for Life gut dabei. Und außen versucht sich Russian Maria Star jetzt etwas zu verbessern. Dann Peseta vor Lucrezia und A Night Like This am Ende des Feldes. 400 Meter sind es gleich noch bis zum Ziel. Alaska-Königin streckt sich in Front, ist am Übergang hier mit einer Länge noch im Vorteil, aber Elegant Shadow innen wird stärker, zieht jetzt an. Dahinter kommt auch Tanamiya außen ins Rollen. Alaska-Königin mit Elegant Shadow und Tanamiya außen wird immer stärker. Tanamiya kommt hier an der Außenseite besser auf, aber Alaska-Königin immer noch vorn. Innen Elegant Shadow, außen Tanamiya auf der Linie. Knapper Einlauf, vielleicht war es hier Alaska-Königin vor Elegant Shadow und auf dem dritten Platz Tanamiya. Alaska-Königin